Willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Eternal World. Im letzten Part haben wir sowohl einem Dunkelelfen als auch einem Waldelfen geholfen. Wir wurden beide mal ins selbe Dorf geschickt. Und wir werden dann sehen, ob sich da irgendwas ändert. Aber erstmal gehen wir hier die ganzen Häuser ab und gehen in den Waffenladen. Du siehst mir nicht nach einem Elf aus, aber naja, okay. Elfenschwert. Hört sich auf jeden Fall gut an und scheint auch recht gut für Asuna zu sein. Ja, ist es. Sehr schön. Gut, haben wir wenigstens mal wieder einen Waffenshop, der wenigstens ein bisschen was gebracht hat. So, hier haben wir dann den Objektladen wahrscheinlich. So, kaufst du uns so. Und da haben wir eigentlich alles noch genug von. Was haben wir hier? Found one Smooth Stone. Was macht denn bitte schön einen Smooth Stone? Die Oberfläche dieses Steines ist sehr weich. Es könnte sein... Es könnte sogar sich gut anfühlen, darauf zu schlafen. Kann mit Schmieden verwendet werden, okay. Are you leaving? Nein. Ich denke, ich soll hier euren Typen finden, euren Anführer. Du wirst das wahrscheinlich sein. Ilfs. Dieser Krieg zwischen Forest-Elfen und Dunkelelfen sollte wirklich nun enden, aber selbst Menschen werden darin eingewickelt. Ihr seid... Ich verstehe, ihr seid diese Menschen. Wenn du wünscht uns zu uns beizutreten, solltest du ziemlich stark sein. Ich möchte, dass du gehst und einen goldenen Eber für uns besiegst und zurückkommst in einem Stück. Der Golden Boar kann tiefer in dem Elfenwald gefunden werden. Nun geh, ich möchte nichts von dir hören, bis du diesen Boar gekillt hast. Folgst du uns? Nein, gut. Du kannst ja versuchen. Gut, das heißt, wir müssen jetzt so einen goldenen Typen besiegen. Ja, alles klar, folgt mir. Ich werde hier warten und warten, bla. Gut. Okay. Dann suchen wir doch mal den goldenen Boar. Und kloppen so lange mal hier so ein paar Affen nieder. Ich sollte vielleicht auch nochmal zurück. In die zweite Stadt wahrscheinlich. Weil es die einzige Stadt ist, die ich schmieden kann. Und es würde mich doch sehr interessieren, ob ich das Elfenschwert vielleicht auch verstärken kann. Ah, ist hier irgendwas? Nö. Sah so aus. Sah echt verdächtig aus, insofern. Ja, mal gucken. Oh, wir wurden überrascht. Machen wir einfach ab. So. So einfach machen wir uns das. Na, Fledermäuse, lass mich in Ruhe. Wohin? Zum Forest Lake oder zum Forest End? Gehen wir erstmal zum Lake. Okay. Ihr sagt gleich gar nichts. Rihanna. Ich bin Rihanna. Ihr Menschen müsst dafür zahlen, was ihr getan habt. Ich werde nicht diesen Elfenwald... Ah ja, ich werde es nicht zulassen, dass dieser Elfenwald noch weiter zerstört wird. Wenn du denkst, ich werde dich alleine bekämpfen, liegst du falsch. Ich werde dasselbe machen wie ihr Menschen. Mit Nummern kämpfen. Okay, wenn du es so haben willst. Kein Problem. Ich mach auch ein paar von deinen Affen nieder. Stört mich nicht wirklich. Okay, die drei haben sich geguardet, das heißt, wir greifen einfach die anderen an.
Ich stehe da oben. Ja, du bist trotzdem K.O. Okay, der macht jetzt auch einen Guard. Es ist jetzt egal, wen wir angreifen, aber dich wollte ich eigentlich trotzdem nicht angreifen, sondern mehr den. Irgendwann wird die Guard auch mal von euch weggehen. So, und zwar jetzt anscheinend. Okay, der verteidigt sich aber gleich wieder. Oh, ihr seid aber wie gesagt nicht so schwer. So, du hast deinen Guard verloren, deswegen klopf jetzt auf dich ein. Zu guter Letzt über oben. So. Ordentliche Erfahrung. Und nochmal, es ist noch nicht vorbei, hier sind noch ein paar mehr. Gut. Machen wir auch die nieder. Okay, die 103 haben sich gerade verteidigt. Das heißt, ihr kriegt jetzt mal aufs Maul. Der da oben kann sich ruhig verteidigen. Müsste trotzdem reichen, ja. Ihr seid nicht schlecht für Menschen. Ja. Und gestunt. Okay, ich muss jetzt mal Kirito heilen. Asuna ist weiterhin sehr schnell, insofern ist das gut. Dich muss ich mal schnell wegmachen. Na, jetzt Asuna gestunt. Aber gleich wieder okay. Ah, Asuna ist echt momentan unsere stärkere Kämpferin. Ich meine, stören tut's mich nicht. Das ist nur interessant. Ich frage mich, nach welchem System Asuna gelevelt ist. Helfen Agilität hoch. Okay. Ich wollte eigentlich gerade gar nicht angreifen. Oh Gott. Sondern ich wollte den da angreifen. So, du hältst dich besser. Oh Gott. Gut, du hältst dich gleich nochmal. Du musst dich mal kurz um. Ach. Du musst dich jetzt mal kurz drehen. Schon besser. So, du verteidigst dich jetzt erstmal, damit du mir hier nicht abknippelst. So. Macht wieder gleich gerade Schluss. Sit. Ich habe keinen Plan, was sie gerade gemacht hat. Pumpst du dich gerade auf? Ah, ich brauchte für ein Rapier, aber das habe ich gerade nicht mehr. Okay.
Das Elfenschwert ist zwar nicht schlecht, aber dafür kann ich dann einige Angriffe nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so. So, mal Asuna heilen. Und damit überleben. Wow. Du bist tot. Das ist sehr nett. Ich habe es jetzt mal gespeichert. Wahrscheinlich hier im Elfenwald einfach. Ja, gut. Alles klar, dann behalten wir erstmal den Rapier für Asuna, aber ich kaufe das Schwert trotzdem. Vielleicht kann man das nochmal gebrauchen. Die Frage ist halt nur... Ja, was mache ich jetzt? Also ich werde jetzt erstmal nicht zum See gehen, sondern eben zum Ende des Waldes. Von dem ich mal vermute, dass dort dann vielleicht dieser goldene Bohr ist. Lass mich doch noch ein Bohr. Gut, okay, du willst kämpfen. Nächsten Kampf. Deutsche kriegst aufs Maul. Ich hoffe, du hast dich gefreut. So. Erfahrung. Alles nicht die Welt, aber es rechnet sich irgendwann dann mal. Kiritos Party wurde überrascht. Na wunderbar. So, dann würde ich mal sagen, jetzt zum Elven Forest End. So, ein goldener Bohr sollte hier irgendwo sein. Okay, du weißt nicht, wo du suchen solltest? Während des Beta-Tests wurden ich und meine Party haben auf dieser Quest aufgegeben. Also habt ihr echt auf dieser Quest aufgegeben, ich verstehe. Ich habe es so nicht kommen sehen. Kannst du einfach. Können wir einfach danach suchen. Kirito, ich denke nicht, dass wir danach suchen müssen. Sammeln nicht. Ja, es ist direkt vor eurer Nase. Warum ist das genau hinter mir von allen Plätzen? Das war genau hinter ihm. Kirito, ich denke nicht, das ist die Zeit, um sich zu beklagen. Dieser Bohr sieht sehr gefährlicher aus als die Elfen. Okay. Auf jeden Fall blutet er schon mal. Genauso wie die Elfen. Was dann? Okay. Dann ist jetzt nicht so schlimm, außerdem bin ich gleich wieder draußen. Und jetzt geht's einfach nur darauf, dich zu kloppen. Ach, so nice, krass. So, 175 Erfahrung, sehr schön.
Potion 2 und eine Bohrtask. Gut. Ich würde mal sagen, das ging noch recht gut. So, was haben wir denn hier? Ah, das kriegen sogar beide, das ist geil. So kommen hier noch mehr solche Viecher, oder wie? Apropos. Schauen wir mal unser Monsterbuch. Lavinia. Golden Boar. Gibt uns auch Smoothstone. Es fehlen ein paar Monsterdaten. Ich habe aber keine Ahnung, wo uns das so alles fehlt. Mutant Monkey. No Data. Hm. Naja, wir werden wahrscheinlich noch einiges dazu finden. Gibt's denn hier noch irgendwas Besonderes? Danke. So, mal gucken. Ich werde mich einfach noch mal kurz umgucken, was hier sonst noch ist. Ja, komm. Anscheinend dieselben wie vorher auch, insofern. Gut. Dann gibt's hier nichts mehr zu sehen. Also raus hier. So. Das ist diese eine Elfe, die uns eben fertig gemacht hat, die gibt's ja auch noch. Gibt auch noch irgendwie in das Monsterbuch eingefangen. Oder eingetragen, ist auch so. Wir fangen sie ja nicht. Sondern wir kloppen sie. Ach. Schlag doch nicht immer daneben, hast du mal recht. Oh, Bananen. Sehr schön. Ach so, na warum, Junge? Ja, verdammt. Und Grassy Herb, gut. Ich speichere erstmal wieder. Weil ich, wie gesagt, keinen Plan habe, was hier überhaupt passiert. So. Also wir haben jetzt den Typen, dieses Vieh besiegt, also wirst du jetzt zufrieden sein? Ich verstehe. Gute Arbeit. Hätte nicht gedacht, dass ein Mensch das überleben kann. Wenn du uns helfen möchtest, können wir ein Duell mit den Dunkelelf Leader Ilfix anzetteln. Wenn wir zeigen, dass wir einen Mensch auf unserer Seite haben, der stark genug ist, gegen ihn zu kämpfen, dann sollte dieser Krieg gegen Forest-Elfen, Dunkelelfen enden. Zumindest für jetzt. Also du wärst wahrscheinlich auch dasselbe. Ne? Bist du bereit zu gehen? Wir können das jederzeit tun. Sonst du. Ich habe jemanden hier, der ein Match mit dir haben möchte. Er ist ein Mensch, der uns gerade erst beigetreten ist. Ich sehe. Nun, warum nicht? Wenn dieser Mensch wirklich so stark ist, dann werde ich keine Wahl haben, als diesen mit deinen Worten zu beenden. Dann haben wir einen Deal. Zeig ihm, was du kannst. Warte, ich kann ich die Ehre haben, mit dieser Person zu kämpfen? Ich möchte diesen Mann besiegen. Es macht mir nichts aus, aber dieser Mann ist stark genug.
Kräften wurden völlig hergestellt und dürfen jetzt kämpfen. Wieder gegen sie. Okay. Aber diesmal hat sie Agility up, Defense up, etc. Wunderbar. Aber trotzdem kriegt sie ordentlich aufs Maul von uns. Das hält sie aber erstmal um komplett. Nicht nett. Lass sie mal bitte bluten. Und ihre Agilität geht hoch. Aber das könnte es für sie gewesen sein. Nein, sie evadet. Aber diesmal war es das. So, wir bekommen wieder 145 Erfahrungen. 80 Gold. Gut. Du bist wirklich stark. Ich verstehe. Ich denke, es ist nur mein Zug. So, jetzt gegen den alten Anführer. Auch gegen ihn fangen wir erstmal mit Linear an. Kirito macht erstmal Guard, weil er nicht so viel AP hat. Asuna ist einfach krass, weil er halt so verdammt schnell ist und dann noch so stark. Akirito macht jetzt auch verdammt viel Schaden. Ja, ich hatte Verteidigung drin. Sie hat kein TP mehr, das ist schlecht. Wenn wir wohl nichts anderes übrig, außer mit ihr jetzt gerade drauf zu kloppen. Aber das hat auch wunderbar geklappt. Wir haben gewonnen. Juhu! Ich denke, das ist unsere Niederlage. Alles klar, ihr gewinnt. Special Quest complete. Ja, 1200 Kohle erhalten und 800 Erfahrung mit dem Elfendecker als Bonus-Item. Oha. Okay. Was bringt uns bitte der Elfendecker? Er ist nicht ganz so stark, aber macht die Agilität um einiges höher. Erhöht außerdem unsere Evasion. Was CEF ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es nichts, was ich wahrscheinlich benutzen werde. Und Keto ist noch auf Level 13 gestiegen. Und kann jetzt hier Alchemie. Cool, und damit kann ich mir jetzt selber sowas machen. Das ist cool. Kannst du kochen? Nein, kannst du nicht. Warum kannst du nicht kochen? Mann. Ah, Shout kann ich jetzt. Kein richtiger Skill, aber es könnte den Gegner stunnen. Alles klar. Dank euch haben wir diesen Krieg gewonnen. Aber möchtest du das... Ich möchte auch eure Stärke. Sie möchtest einen Menschen mit mir haben? Davon möchte ich speichern. So, dann schauen wir kurz ins Monsterbuch. So, und da haben wir jetzt auch Ashurei. Bayard. Die wird dann wahrscheinlich die andere, aber was kommt denn hierher? Da fehlt noch irgendwas. Ah, da wird wahrscheinlich die andere, die uns in den Arsch getreten hat. Komm. So, gut, dann kämpfen wir auch gegen dich. Ich werde euch verlieren lassen. Meinst du? Lass mich sehen, wie stark ihr wirklich seid. Ich sollte mal mit ihr TP recovern. Und mit ihr verteidigen. Es ist egal, wie schnell du dich machst, weil Asuna ist trotzdem schneller. Schreien wir ihn mal an. Das stunt ihn wirklich. Auch nicht schlecht. Das muss man sich mal vorstellen, wie Kirito einfach einen anschreit und er sich dann nicht mehr bewegen kann. Ja, okay. Schlagen wir einfach mal wieder richtig zu.
Das Interessante ist, den konnte ich jetzt echt recht leicht besiegen, genauso wie den davor. Selbst ich keinen Kampf gegen euch, wenn ich im Topform bin. Ihr seid ein wahrer Krieger. Okay, wenn du das meinst. Gut, dann haben wir den auch besiegt, alles klar. Hm. Dann würde ich mal sagen, wir vergleichen das dann im nächsten Part einfach mal mit dem anderen. Und schauen, ob uns da irgendwie was anderes begegnet. Ich vermute fast nicht. Was mich allerdings interessiert zum Beispiel ist, nehme ich kurz das Monsterbuch nochmal. Von euch kann man keine Items bekommen. So, gut. Also, im nächsten Part probieren wir das Ganze mal aus mit, auch von der anderen Seite. Aber ich vermute schon fast, da wir ja eh gegen beide gekämpft haben, dass wir nicht wirklich irgendwie, ja, eine Überraschung erleben werden. Insofern, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.